Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es Frankfurt gegen Leverkusen. Ist ein Heimspiel, ich würde mal sagen, ich zeige nochmal hier Freude. So, natürlich hier die gute Eintracht-Cap. Der Frankfurt-Hoodie darf diesmal nicht fehlen. Eintracht. Was ja auch ganz nice ist, ist dieser kleine Sticker hier. Auch am Start. Ja, hier in unseren Farben halt. Schwarz, weiß, rot. Und das Trikot von heute, was wir vor zwei Saisons hatten. Mit dem schönen ja, Römer-Design, wie man hier sieht. Ja, das wird sich jetzt mal angezogen. Okay, würde ich mal sagen, auf wir dann. So, perfekt. Der Schnipstrick hat geklappt. Wenn man hier auch noch sieht, Schal ist am Start, der Hoodie, Kappe natürlich auch. Okay, Bro. Perfekt, so. Frankfurt angekommen endlich. Haben hier einen Parkplatz gefunden bei Nestle. Kann man immer gut parken. Das ist hier so ein kleiner Geheimtipp. So. Laufen gleich zum Stadion, snacken hier nochmal ein bisschen was von BK. Leandro hat gegönnt heute. Ja, schön kalt, Digga. So muss es. Also, so. Meine Prediction für heute ist ein 2-0. Kriegen wir easy hin. Sollte machbar sein gegen Leverkusen, die aktuell eh noch ein bisschen schwach am Start sind. In der Tabelle Platz 15. Wir sind aktuell 8er. Oh, was ist deine Prediction fürs heutige Spiel? Saftiges 1-0, ja. Saftiges 1-0, perfekt. Okay. So, Jungs, nochmal Prediction. Also 2-0. Du tippst? 1-0. 1-0? 1-0. Saftiges 1-0, sagst du. Jürgen, da muss gehen, schwarz-weiß wie Schnee.
angekündigter Nebel hier im Stadion. Wie man hey, Digga. Machen wir Wetter, oder? Machen wir Wetter, Mann. Hast du nicht. Ja, nice, Digga. Jetzt macht Polumani das Tor des Jahres, Digga, und wir sehen es nicht. Ja, wenn jetzt ein Fallrückzieher kommt. Nee, es ist Tor passiert, Digga. Aber wo? Stuttgart? Ja, Stuttgart hier. Nee. Kleiner Zwischenleifreport hier. Stuttgart hat ein Tor gemacht. Okay, erster Angriff hier von Leverkusen. Oh, Digga, nein, Digga. Lass uns über die Außen. Oh. Ja, Zutat. Okay, von hier klären. Angriff wurde geklärt. Nein! So eine gute Chance, ey. Verdammt, Digga. Ey, aber jetzt wird safe noch ein Tor kommen, Digga. Wird noch safe ein Tor kommen. Den hätte er echt machen können, Digga. Hätte er machen können. Mal gucken. Jetzt eventuell eine gute Ecke. Der muss reingehen.
Mal beten. So, der Randall. Komm schon. Fansei-Tag 1. Voice Crack. So, mal gucken. Annehmen müssen, ey. Ansonsten wieder eine sehr auffällige Partie. Hat er aber auch gut gehalten. Und dann war es im zweiten Anlauf. Per Elfmeter Daichi Kamada. Das Gegentor erstmal verpasst aufzunehmen. Meiner Meinung nach unverdient, ganz ehrlich. Hätte nicht passieren sollen. Hätte einfach nicht passieren sollen. Digga. 3-1, 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
kannst es noch machen. Tor! Digga, schönes Tor, kann man sich geben. Kavi, haben wir einen neuen Spielstand. Eintracht Frankfurt! Elfmeter, safe Elfmeter, Leute. Ganz ehrlich. Es war ein Elfmeter, Mann. Es war ein Elfmeter. Digga, kann nicht sein. Kann nicht sein. Nein, Digga. So, VAR. VAR muss prüfen, Leute. Das muss ein Elfmeter geben. Ich weiß es auch nicht. Wir gucken den Abseits. Kann sein, dass Abseits war, bevor er Peter weiß. Schwierig. Ja! Ja, moin, Digga! Sehr, sehr gut, Digga! Yes! Ja! Komm schon, Kamada! Zieht euch! Ja. Krankes Spiel, Digga. Krankes Spiel bis jetzt. Wir müssen so den Content schieben. Ja, jetzt. Jetzt, Leute. Ich heiße den Job, müssen wir kurz spielen. So, komm schon, Kamada. Bleib trocken, Bruder. Komm schon, Kamada. Komm schon. Start jetzt, Bori auch. Und Alario. Spielminute. Tor für unsere Eintracht. Jawohl,
damit haben wir eine neue Spielstadt. Eintracht Frankfurt! Leverkusen! Null! Torschütze war unsere Nummer 21, Luca! So muss das sein. Sehr, sehr geil. Also Bruder, was sagst du zum Ergebnis? Saftiges 1-0. Und damit sehr, sehr geil. Haben wir richtig getippt, würde ich mal sagen. Ich habe ja 5-1 gesagt. Ja, perfekt, Digga. Also Leute, lasst gerne ein Abo, like, einen Kommentar da. Vielen Dank fürs Zusehen.